Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier bei auf Karlsruhe und Thüringen, weil ich habe die Erdbeer gesagt. Das habe ich heute auch schon gemacht. Tja, wir werden jetzt Ballen pressen. Das erste Ding ist drin mit Grasfeucht, da haben wir auch Grasfeucht bekommen. Aber wir werden mal mehr auf Klee-Silage einstellen. Aber das Klee-Silage, naja, werden wir wahrscheinlich nicht mehr bekommen, weil die Zeit einfach nicht davonrennt. Wir können hier nicht so schnell vorarbeiten, weil derjenige auch arbeiten muss. Das ist halt so. Nase juckt, fangen wir an. Nur die erste Reihe, ne? So. Ja, die erste Mal ist ja grasfeucht, weil was da drin ist, wird dann angenommen. Gemisch gibt es ja nicht. Ne? Das ist ja halt mal so. Jetzt geht Klee frisch. Es würde praktisch später zu Klee-Silage werden und dann nachher ja, Silo-Klee oder so. Ne? Kann lange dauern, wollen wir sehen. K, gehen wir das größer machen. Ein bisschen tricksen. 10.000. Ich mache mal auf 20.000. Da würde ich es oft anhalten müssen, ne? Das ist ja ein bisschen anders. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Das ist auch so eine Mod-Erweiterung, man kann ein bisschen an die Ballengröße anpassen. Man müsste da nicht so oft zum Dings fahren, ne? Oder wenn man jetzt hier theoretisch die Kleeballen abliegt im Triggerbereich der Silage bei der BGA, dann nimmt die sich nach und nach immer die Ballen, ne? Beziehungsweise im Stall der Kühe das gleiche. Also. Ansonsten wer realistisch spielen will, der soll dann theoretisch auf 4000 lassen oder Originalgröße, die es halt gibt. Ne? Da sind halt andere Geräte dann entsprechend. Ne? Also, die sind halt mal so. Ja, im LS22 gibt es ja nur Gebrauchmaschinen. Ja, ich sag mal so. Wenn man jetzt einen Taktor braucht, um mal die Kühe zu versorgen und nicht dann vom Feld wegzufahren, ist das vielleicht gar nicht mehr so blöd. Ne? Da brauchst du keinen nagelneuen großen Taktor. Schade, dass die Ballen jetzt nicht größer angepasst sind, ne? Wäre besser. Werden die hinterher Gras? Das wäre jetzt blöd. Na gut, im Grunde wäre es egal. Dran. Ein Stückchen weiterfahren, dann kippt er ab. Also, wenn wir einsteigen, weil er wird ein bisschen grün. Silo-Klee, aha, okay. Könnte sein, dass schon Silo-Klee ist, ne? Licht. Was der Ansatz. Achso, ja, okay. Er muss da gären, ne? Also verarbeiten. Wie gesagt, wenn man jetzt nass wäre, dann wäre das wahrscheinlich nicht, das nicht gewesen, weil ich habe ja nur ein Update gemacht von Mais Plus. Mais Plus Update machen, weil wenn noch Schnee liegt, sollte man nicht tun. Dann aber überall die Nuklee lag rum. Auf dem Feld wollte ich schon einsammeln, da kam aber die Meldung, es ist kalt, geht nicht. War natürlich dann blöd, ne? Sonst hätte ich im Winter viel Silo-Klee gehabt. Aber ich hatte auch durch Glück und Zufall noch, ja, Glück kann man noch nicht sagen, aber ne? Da war der BIOS-Update im Rechner schuld, dass ich im Prinzip noch eine ältere Version von Mod hatte. Sonst hätte ich da
dazu in Kauf nehmen müssen. Ne? Aber wie gesagt, ich hatte das Pech, dass ich dann ein BIOS-Update gemacht habe und dann entsprechend mir da das BIOS-Programm abgeschossen habe. Leider habe ich das jetzt nicht so hingekriegt, dass ich da sagen könnte, BIOS-Update ist wieder zurückgesetzt worden. Nee, das funktioniert nicht. Ich werde in Zukunft, wenn ich sowas kaufe, achten, dass halt mein Board eine Reset-Taste hat. Dann ist es dann nicht so, dann kann man es zurücksetzen. Ne? Aber die einige oder viele, die etwas preiswerteren, sag mal 50 Euro mehr und du hast eine Taste mit bei. Ne? Aber wie gesagt, da achte ich jetzt mal drauf in Zukunft. Man wird immer durch Fehler schlau. Die Grundsache ist das beschissen, in Anführungszeichen. Man da einen verarscht, ne? Denn wenn jetzt das wieder funktionieren soll, brauchst du ein neues Mainboard. Ich habe das jedenfalls über Mediamarkt nicht hinbekommen lassen, dass da das wieder so läuft mit dem alten Mainboard, ne? War ich natürlich nicht so begeistert von. Na gut, was soll ich machen? Ich habe da jetzt keine Ahnung von und kann da jetzt nichts eingreifen. Obwohl ich ja sowieso überlege, mir den Rechner zu erweitern mit einem neuen Mainboard, weil die haben jetzt die neue Geschwindigkeit 4.0 oder sogar 5.0. Da kann man höhere Geschwindigkeit innerhalb des Rechners erreichen und zum USB-Anschluss her. Aber das überlege ich mir noch. Und rund 250 Euro, die man noch haben muss. Ne? Oder ich lasse es jetzt zurücklegen, das Geld, und ja, mein nächstes Jahr wollte ich eigentlich keinen neuen Rechner kaufen. Ich wollte die 4000er Serie von Nivea überspringen. Naja, für LS brauchst du das eigentlich gar nicht, ne? Also ist ja das Ganze. Man kann es haben, muss es aber nicht. Ne? Also LS ist wirklich kein Hardwarefresser. Ne? Also, beziehungsweise, das ist das eine Problem, dass es das Programm von Giants hat nicht in der Reihe gekriegt, dass man da im Prinzip das besser ausreizen könnte. Ne? Das Softwareprogramm, also das, wie heißt das Ding noch gleich, die Energy da nicht so hinkriegt. Die Berechnung im Hintergrund, was eigentlich passiert. Ne? Berechnung, wie jetzt Wald oder so, wie das aussieht. Ne? Also, der Baum muss nicht nur dargestellt werden, er muss auch berechnet werden, wie er sich bewegt und so. Das ist das ganze Hintergrundgeräusch. Ne? Wenn das Gras so liegt und dann geschattet wird, das sind halt die Hintergrundprogramme, die laufen. Wenn jetzt mal ein Wind wehen würde und irgendwann den Baum rechts zieht am Fenster, der bewegt sich, das muss berechnet werden. Und das macht das Programm im Hintergrund. Und wenn das nicht in der Lage ist, das zu berechnen, in der großen Masse, dann ist es, kannst du noch so gutes Programm haben oder Hardware. Der hilft auch nicht weiter. Nicht dann Ball mit im Weg, das ist ungünstig. Naja, immerhin, ne? Ja, später gleich mal Luzerne. Ne? Luzerne ist ja eine Pflanze, die eigentlich sehr tiefe Wurzeln bildet. Bei Klee weiß ich jetzt gar nicht. Und ist hervorragend geeignet für trockene Sommer und so. Denn die kann das Wasser noch nutzen, was tiefer in der Erde ist. Und Luzerne kann aus der Luft den Sauerstoff mit einer, Stickstoff, mit Hilfe eines Bakteriums, umwandeln zum Stickstoff für die Pflanze. Also wenn man Luzerne ein, zwei Jahre auf dem Schlag hat oder länger, dann reichert sich Stickstoff in der Erde an. Man muss dann im Prinzip hinterher keinen Stickstoff ausbringen. So wie bei Erbsen zum Beispiel, ne? Oder Bohnen, die machen es auch. Aber das Bakterium muss in der Erde sein, ne? Sonst wird das nichts. Auch Soja hat diese Eigenschaft.
Liegt nicht viel, ne? Bremse. Liegt gar nichts. Nicht der Rede wert. Mann, bin ich froh, wenn das Jahr vorbei ist. Aber die Werte gehen erst zurück im Frühling. Also ich denke mal, wenn die Erkältungszeit vorbei geht, dann geht auch die Dings vorbei. Aber ich sag mal so rum, die Wahrheit wird immer früher oder später rauskommen. Das lässt sich nicht verhindern. Das kommt. Das Wenn sie unbedingt das wollten, dass die Krankenhäuser mehr vertragen, dann hätten sie jetzt schon vor 2 Jahren begonnen mit dem Ausbau und der Personalausbildung, ne? Beziehungsweise hätte in Deutschland gar nicht erst abgebaut. Ich befürchte mal eher, dass er schon immer so aufgelastet war. Dass immer am Limit gehen. Das ist ja, wenn es privatwirtschaftlich geführt wird, hat ja der Investor das Interesse, dass im Prinzip die Mitarbeiter nach Möglichkeit immer Richtung 100% gehen, umso mehr Gewinn kommt bei raus, also weil es ja privat geführt wird. Ne? Das haben die ja kein Interesse daran, dass du eine halbe Schicht keine Arbeit hast, das wollen sie ja nicht. Es ist noch verdammt kalt für den späten Frühling, ne? 2-2. Nicht da war eine Geomod, ne? Das kann ich ja vorher nicht beeinflussen. Geomod, das ist ja so eine Spekulation. Für Thüringen habe ich keine gefunden gehabt. Habe ich dafür Sachsen genommen. Weil Sachsen liegt ja um die Ecke, kann man sagen. Es gibt aber noch große Unterschiede, je nachdem, wo man gerade in Sachsen oder in Thüringen ist. Also, es gibt ja Gegenden wie Leipzig zum Beispiel und Sachsen, wo es relativ flach ist, von der Höhe her. Also, und es gibt Gegenden, Dresden, weiter südlich, wo es richtig in die Gebirge reingeht. Ne? Also da ist dann über einen Ballen darum gelegen hat. Und dann vorwegräumen. Hätte der Bruder das mitgeschleppt und beim Pechers kommt er nicht recht weiter. Ne? Dann bockt er sich auf und dann ist vorbei mit Lustig mit der Arbeit. Ne? Das wollen wir ja nicht. Ja, hier werde ich jetzt normalerweise jetzt gedüngt. Der Rest draufgebracht. Können wir auch noch machen. Ne? Wir können dann die Ballen einsammeln nachher. Sammelwagen haben wir auch da, original. Und mal schauen, was wir schaffen in diesen letzten 7 Folgen halt. Ne? Ich mache das in Absicht ein bisschen alleine. Sonst hätte ich das alles mit dem KI machen lassen und ich hätte nur gesammelt vielleicht. Oder ja, um die anderen Sachen gekümmert halt. Also hier Gärreste ausbringen, gruppern lassen und die Aussaat vorbereiten, also sowas. Aber wie gesagt, ich habe mir total in der Zeit verschätzt, was ist noch machbar, war das noch, ja, was will ich noch machen? Aber egal, ich habe immer gesagt, ich spiele so, als wenn ich morgen weiterspielen würde. Und ich mache nur halt jetzt zum Schluss, die letzten 7 Folgen halt viel manuell. Ja. Das wird uns sowieso mehr treffen im LS22er, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass der Helfer da so perfekt ist, wie man sich das wünschen könnte. Aber anfangs die Aussaat und so, das ja, das wird schon irgendwie funktionieren. Die haben ja so eine großen Felder. Aber die großen Anführungszeichen
Aber wir können ja zusammenlegen zum Beispiel. Das ist ja heutzutage möglich. Aber hier der Spruch mit den Bienen und der Starksteigerung, ja, ist im Großen und Ganzen, ja, das stimmt. Bei gewissen Pflanzen, ich sag mal Raps oder Sonnenblumen, da ist es so. Aber Kartoffeln, nee, 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 da. Kartoffeln, die Knollen sind in der Erde, da brauchen die keine Bienen. Kartoffel hat sich auf eine andere Art spezialisiert zum Fortpflanzen, ne? Die vermehren sich in der Erde durch Knollen, durch diese Kartoffeln halt. Und dann Kartoffel und Tomaten sind miteinander verwandt. Tomaten ist ja bekannt, haben ja die Pflanzen oben. Der Spiegel mit Takt, das ist auch schön. Und die vermehren sich auch über Tomaten auch, also die Früchte. Also da ist eigentlich ein Hummel verantwortlich. Die ist da in der Lage, das zu bestäuben. Und auch Bienen sicherlich auch, denke ich mal. Aber ich weiß, in Gewächshäusern haben sie dafür im Normalfall Hummeln dafür. Das gibt spezielle Hummeln, die sie dann im Prinzip ja, einkaufen, kann man sagen. Einen Karton und die dann entsprechend vor Ort dann alles übernehmen im Gewächshaus. Ne? Also ist ja alles dann draußen zu, da kommen keine Wildtiere groß rein, wenn höchstens Zufall. So, und die Kartoffel hat sich deswegen umgestellt unter der Erde, weil die Arten haben sich gehoben. Beide Pflanzen gab es parallel anfangs, so laut Geschichtsschreibung, und die Arten haben sich erhoben im Prinzip. Durch die Tektonik halt. Ne? Nun kam das Problem, dass wenn Frost kam, dass die Pflanzen sich nicht vermehren konnten. Also Kartoffeln haben ja eigentlich auch Früchte, die übrigens giftig sind. Das sind so ganz kleine Knollen dran. Ne? Ich habe es auch noch nie probiert, um damit neue zu pflanzen oder so. Das könnte ich mal irgendwann machen, wenn ich Rentner bin, zu Hause bin. Normalerweise hebt man die Knollen auf, die ja, die mittlere Größe sind, nicht zu groß oder zu klein ist auch nicht so gut. Die mittlere Größe als Pflanzkartoffel, eigene Zucht, hebt man auf, hebt man meistens in den Keller, wo die Umgebungstemperatur recht kühl ist, da halten sie sich frisch und erst im ja, März, Mitte April ungefähr werden die ausgepflanzt. Ja, wenn sie vorher keimt, sind sie vorher keimt. Das ist ja kein Thema. Aber die wachsen auch so, ne? Also wenn es warm ist, dann geht es recht schnell. Und die müssen halt ihre Zeit brauchen sie halt zum Auswachsen. So, liebe Zuschauer, das sollte schon vorher gewesen sein. Dann mal tschüss, ciao, ciao. Tja, morgen geht es hier weiter, hier in Thüringen mit ja, Ballpressen und später die Ballen sammeln und zum Hof bringen. Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.